Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 365. Wir haben das Jahr endlich voll. Okay, dem einen oder anderen Zuschauer, der vielleicht von Anfang an dabei ist, dem ist möglicherweise aufgefallen, dass ich ja vor einem Jahr Mitte September angefangen habe, wir jetzt Ende Oktober haben und dass da einige Tage auf der Strecke geblieben sind. Es gab besonders im Frühjahr ab und an mal den Fall, dass kein Video online kam. Das habe ich da so ein bisschen verdrödelt teilweise. Teilweise ging es zeitlich einfach nicht. Ich habe Besserung gelobt und das jetzt seit oder im letzten Jahr doch sehr, sehr regelmäßig durchgezogen. Das wird auch so bleiben, keine Sorge. Aber deshalb hat sich das Jubiläum so ein bisschen verschoben. Und eigentlich müssten wir jetzt feiern. Ich habe da so ein bisschen an Kuchen gedacht, Katzen und Konsolen. Ihr kennt ja die 3Ks. Allerdings hat mich heute Morgen eine Eilmeldung in der Vorlesung ereilt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ihr wisst ja, ich bin echt kein Morgenmensch. Ich saß da total verpennt in der Morgenvorlesung, obwohl das echt ein spannendes Thema war. War hart an der Grenze zum Einschlafen und habe dann irgendwann doch so ein bisschen am Handy gescrollt, einfach um irgendwie wach zu bleiben. Das war heute nicht so leicht. Und habe plötzlich in meinem Newscenter mehrere Eilmeldungsnachrichten gesehen. Also rote Bilder, News-Ticker, was weiß ich, also sowas, was unglaublich wichtig aussah, ihr kennt das ja, wenn da irgendwie auf Nachrichten, in Nachrichtensendungen plötzlich so ein Band unten durchläuft, Eilmeldungen, wichtige Info und so, da denkt man erstmal, es ist irgendwas ganz Schreckliches passiert. Ging mir auch so. Ich habe da schon überlegt, hey, was ist denn jetzt los? Ist Greta irgendwie aufgefallen, dass CO2 was ganz Normales ist oder dass sie offensichtlich ziemlich verarscht wurde? Naja, man muss ja mit allen Katastrophen rechnen. Oder dass in China ein Sackreis umgefallen ist oder so. Ich meine, man darf da nichts ausschließen, ne? Aber es war tatsächlich viel schlimmer. Denn, ohne Scheiß, Schlagzeile, Eilmeldung, Peter Altmaier von Bühne gestürzt. Da musste ich mich echt festhalten, nicht loszulachen. Ich weiß, man darf keinem was Schlechtes wünschen und Schadenfreude ist böse und gemein, bla bla bla, kenne ich alles, die Debatte. Aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Beim Digitalgipfel in Dortmund ist Herr Altmaier wohl heute Morgen von der Bühne gefallen und das kam auf fast allen Kanälen, auf fast allen größeren als Eilmeldung in die Newszentralen. Ich habe es bei Facebook 100-fach gesehen, ich habe es im iPhone News Center gesehen, als wäre, wie gesagt, sonst was passiert. Ich habe mir da natürlich auch den Bericht dazu durchgelesen, denn ich habe mich echt gefragt, wie kann das sein? Da steht einer da, soll eine Rede halten und kriegt es nicht gebacken, da irgendwie auf der Bühne stehen zu bleiben, ohne runterzufliegen, was echt ein bisschen lächerlich ist. Später kam dann raus, er ist wohl irgendwie auf der Treppe gestolpert oder so. Hätte mich auch gewundert, wenn er tatsächlich so strunzdoof wäre, dass er da so von der Bühne fällt. Ich mache seit relativ vielen Jahren Theater und ich habe das noch nicht geschafft. Ich kenne Leute, denen ist das passiert, aber denen ist das auch im Rahmen einer sehr dynamischen Handlung passiert. Die sind da entsprechend bei schlechten Lichtverhältnissen irgendwo rumgerannt, rumgesprungen und so. Da passiert das mal vielleicht im blödesten Fall, wenn die Markierungen doof sind. Aber wenn du nur da stehst und eine Rede hältst und da durchaus auch gute Beleuchtung vorhanden ist, dann sollte das nicht passieren. Naja, er ist nun wohl irgendwie über seine eigenen Füße oder so gestolpert, das war nicht genauer definiert und hat es auch, wie es aussieht, nicht geschafft, sich abzufangen, denn er muss gefallen sein wie ein Stein, ungefähr so. So richtig platsch. Es ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert, also insofern denke ich, dass man auch drüber lachen kann. Wenn es was Schlimmes passiert wäre, wäre das nochmal was anderes, klar. Wohl irgendwie ein paar Schürfwunden oder so, das war es dann. Glück im Unglück, wurde gesagt. Zahlreiche Genesungswünsche von Seiten der Politiker in diesem Land. Er ist wohl auch ins Krankenhaus eingeliefert worden, warum auch immer. Naja, gut, wer Peter Altmaier kennt, dem fällt vielleicht auch auf, okay, es ist nicht unbedingt der dynamischste Geselle und vielleicht funktioniert das mit den Reflexen nicht mehr ganz so gut. Möglicherweise sollte man da als Wirtschaftsminister oder generell als Person, die mit 61 Jahren noch irgendwo aktiv sein will, okay, das Rentenalter soll ja auf 69 gehoben werden, liebe Bauarbeiter und Dachdecker, freut euch schon drauf. Aber vielleicht sollte man, wenn man irgendwo noch aktiv am Geschehen teilnehmen will, schon so ein bisschen dafür sorgen, dass man sich uneingeschränkt bewegen kann. Und ja, jetzt kommen wieder die meinen, ja, aber es kann ja sein wegen Krankheit, Übergewicht und so weiter. Leute, verdammt nochmal, die wenigsten, die Übergewicht haben, sind krank. Die meisten sind halt einfach ein bisschen träge. Das ist ja an sich nichts Schlimmes, aber sie sollten dann für sich selber entscheiden, hey, ist irgendwie nicht ganz so cool. Also vielleicht sollten wir da selbst ein kleines bisschen drauf achten. Erst recht, wenn man Minister ist und sonst sehr einfach Modell stehen kann für ganz, ganz böse Karikaturen. Ihr kennt das alle, der fette Minister, der irgendwie da so sich den Bauch vollschlägt und ja, am Untertan, so eigentlich aus anderen Jahrhunderten, diese alten Karikaturen. Aber das lässt sich eben auch in die heutige Zeit übertragen. Und da würde ich doch ein bisschen auch an ihn selbst appellieren, dass er dann vielleicht abends den Nachschlag weglassen sollte und sich ein klein wenig bewegen sollte. Dann ist er auch wieder dynamisch unterwegs, dann fällt er nicht mehr von Bühnen oder so. Und es gibt keine Eilmeldungen mehr, die mich morgens schockiert in der Vorlesung aufschrecken lassen. Aber ich habe ja gesagt, ich habe den Artikel auch noch weitergelesen. Es war nämlich noch sehr, sehr interessant. Denn
Neben der Eilmeldung wurde noch der Livestream unterbrochen, der Saal geräumt und jetzt das Grandioseste, das steht da wirklich so drin, Fokus oder Spiegel, ich bin mir nicht sicher. Augenzeugen vernahmen einen lauten Knall. Ja, das wundert mich nicht. Es gab ziemlich bissige Kommentare von wegen, es gibt eine Entwarnung, das Erdbeben in Dortmund war kein Erdbeben, das war nur Peter Altmaier, der von der Bühne gefallen ist. Ja, ist fies, aber das sind eben die Assoziationen, die einem einfallen. Natürlich haben sich auch einige aus unserer Politikerriege, die ja ganz moralisch korrekt und allen überlegen sind, darüber echauffiert, dass man sich im Internet darüber lustig macht. Ich denke, man kann sich da ganz zu Recht drüber lustig machen. Wie gesagt, wäre was tatsächlich Schlimmes passiert, sehe das anders aus. Aber da nichts weiter passiert ist und die Situation an sich einfach so völlig absurd ist, da fällt einer von der Bühne und da gibt es eine Eilmeldung überall und man tut, als wäre sonst was passiert, da ist es, denke ich, absolut legitim, darüber zu lachen und vielleicht auch so kleine China-Kreisvergleiche zu ziehen. Ja, Herr Maas fand das irgendwie nicht so cool und hier diese Digitalministerin da, die in diesem scheußlichen Latexkleid auf dieser Messe da aufgelaufen ist, ich habe ihren Namen vergessen, es sah echt nicht schön aus, ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine, die hat sich auch echauffiert, wie denn Hohn und Spott über ihn hereinbrechen kann. Wie können wir denn über Digitalisierungsthemen reden, wenn in der digitalen Welt solche bösen Kommentare getätigt werden und so. Also die haben dann wieder so getan, als wäre sonst was. Ja, hier muss ich ehrlich gestehen, denke ich, dass die das nicht unbedingt ganz so ernst meinen. Also ich würde mal ins Blaue hinein behaupten, die haben genauso gelacht, als sie es gehört haben, haben dann mitbekommen, hey, da gibt es irgendwie Hohn und Spott. Ja, eigentlich finden wir es ja auch lustig, aber wir müssen natürlich als Politiker das entsprechend verurteilen. Das kann ja nicht sein, dass man darüber lacht. Also sonderlich aufrichtig erschienen mir die Kommentare nicht. Naja, wir haben noch andere Themen. Wir haben nicht nur den Altmaier, der von der Bühne fällt. Auch wenn das, wie gesagt, heute die Schlagzeile war. Ich habe noch was ganz genauso Absurdes und nicht minder Lächerliches. Denn ihr kennt ja alle den Görlitzer Park. Wir haben uns den selber schon angeschaut. Ist nicht unbedingt die schönste Umgebung in Berlin. Einer der kriminalitätsbelastetsten Orte, die wir haben. Und gerade als Frau ist es vielleicht nicht die klügste Idee, sich da abends alleine lang zu bewegen. Auch wenn ich es nur empfehlen kann, um sich das mal live anzusehen. Sicher mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen wäre sinnvoll. Aber, na gut, ihr wisst ja, ich plädiere immer dafür, dass man sich die Zustände vor Ort tatsächlich alleine anschaut. Ob man das nun machen muss oder nicht im Görlitzer Park, sei jetzt jedem selbst überlassen. Aber selbst die grüne Bezirksbürgermeisterin traut sich da nicht mehr hin. Das ist ja auch ein schönes Signal. Und man könnte jetzt meinen, die Politik fasst da vielleicht mal konkretere Maßnahmen ins Auge, wie sie das Problem lösen, dass da eben nicht mehr gedealt wird, dass da eben keine Passanten mehr belästigt werden von Männergruppen, Männer-TM. Darf man ja hier nicht sagen, aber schaut euch den Görlitzer Park an, ich muss da gar nichts weiter zu sagen. Und ja, was ist nun tatsächlich geschehen? Ein Künstler hat eine Demonstration ins Leben gerufen. Menschenrechte, Solidarität und Menschenrechte für alle, minus auch für Dealer. Oh, ist das niedlich. Ja klar, es fehlt an allen Ecken und Enden für Verständnis gegenüber den Dealern. Verständnis gegenüber denen, die blöd genug sind, sich von noch blöderen ausnutzen zu lassen, damit sie irgendwelche Scheiße an nochmal viel blödere weiter verticken, die den Scheiß dann auch noch konsumieren. Ja gut, das ist natürlich eine wahre Heldentat und da kommen wir schon zum Stichwort. Denn der Künstler Scott irgendwas, Name unwichtig, ist mir egal, hat eine Skulptur aufgestellt, eine Statue, 3 Meter hoch, Bronze oder zumindest eine Bronzenachmachung mit dem Namen Letzter Held. Und jetzt würde man da wahrscheinlich vermuten, okay, da hat jemand einen Polizist als Bronzeskulptur hingestellt, der dafür Ordnung sorgt, der dafür sorgt, dass die Leute da sicher den Park passieren können, dass Anwohner den Park auch irgendwo genießen können als Naherholungsgebiet, was es de facto nicht ist, außer für Drogensüchtige. Selbst da nicht, wenn sie sich irgendwie in die Haare kriegen mit ihren Haus- und Hoflieferanten. Aber nun ratet mal, was diese Statue darstellt. Kein Polizisten, auch kein Gefängniswärter. Auch keine grünen Politikerin, die selbst durchgreift. Nein, sie stellt einen Dealer dar. Denn man braucht ja mehr Verständnis für die Dealer und kann ja nicht sein, dass da irgendwie alle Angst vorhaben. Das sind doch auch ganz süße und flauschige. Die muss man doch nur besser verstehen. Da muss man mit offenen Armen auf sie zugehen und so eine Scheiße. Zum Glück steht die Statue jetzt nicht mehr da. Die wurde gegen Mittag wieder abgebaut. Es gab wohl schon vor Monaten mal die Bestrebung, wohl vom gleichen Künstler, so eine Statue dort dauerhaft aufzustellen. Zum Glück gibt es bisher da noch keine Bestrebung von Seiten des Bezirkes, ist wohl noch kein Antrag eingegangen. Aber verdammt nochmal, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wir haben ein massives Drogenproblem in Berlin, massives Kriminalitätsproblem, besonders im Görlitzer Park. Und da stellt eine Statue zu Ehren der Dealer auf. Sah natürlich auch aus wie der durchschnittliche Dealer im Görlitzer Park, könnt ihr euch vorstellen.
kann ich jetzt nichts weiter zu sagen. Ich nenne es mal Mann-TM mit entsprechenden Dealer-Utensilien, um denen auch noch zu huldigen. Denen wird nicht nur von Seiten der Politik Zucker in den Arsch geblasen, die werden nicht nur von Seiten der Polizei fast schon verhätschelt, nein, die kriegen auch noch ein Monument aufgestellt. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden, der da irgendwie für bessere Zustände kämpft. Für jeden, der dort wohnt und vielleicht abends sich da fast schon auf dem Nachhauseweg durch den Spießrutenlauf begeben muss oder so. Aber das ist Berlin. Das ist Berliner Politik. Das ist eigentlich Berlin in a nutshell. So kann man das wunderbar dem Rest der Welt verklickern. Okay, die liegen eh vor Lachen auf dem Boden und rollen da rum. Aber wenn sie es noch nicht mitbekommen haben, dass bei uns alle ein bisschen blöd sind, dann haben sie es jetzt mitgekriegt. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich kann das echt... Ja, einerseits ist es wirklich lustig. Na klar, da kann man verdammt nochmal drüber lachen. Das ist eigentlich eine Postillon-Nachricht. Aber es ist, die meinen das ernst. Also von der Warte her ist es eigentlich nur... Die Versinnbildlichung des Versagens der Menschheit. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Wir haben aber auch noch ein anderes Thema. Das geht in eine, ich will es mal ähnliche Richtung nennen. Denn ich habe mich mal wieder ein wenig mit Drollen duelliert, mehr oder weniger. Mittlerweile verfolge ich das ja nicht mehr so richtig, weil mir das ein bisschen zu langweilig ist. Das ist immer das Gleiche. Aber beim Tagesspiegel gibt es den ein oder anderen Sumpfkopf, will ich es mal nennen, der es absolut verdient hat, dass ich euch gleich was vorlese. Denn im Tagesspiegel ist der Artikel erschienen, Berliner AfD muss Parteitag möglicherweise absagen. Ja, woran liegt's wohl? Die ursprünglich eigentlich schon eingeplante Location wurde anscheinend mal wieder bedroht. Also es gab da wohl Drohungen dem Wirt gegenüber. Bin jetzt nicht sicher, ob es da entsprechende Anzeigen gibt oder nicht. Das ging aus dem Artikel nicht hervor. Aber es war jedenfalls von Drohungen gegenüber des Location-Betreibers die Rede, was jetzt auch nichts Neues ist. Und deshalb steht der Raum wohl nun doch nicht zur Verfügung, der eigentlich angepeilt war. So, das wäre jetzt alles erstmal nichts Besonderes. Wäre die Überschrift oder der Kommentar vom Tagesspiegel direkt nicht durchaus bemerkenswert, der uns gleich zu den Kommentatoren führt. Denn über dem Artikel steht... Zuvor hatte die Partei Berichte dementiert, wonach der Parteitag erneut verschoben werden müsse. Und dieser... Könnt ihr kein Deutsch, lieber Tagesspiegel? Moment, da legen wir nochmal los. Zuvor hatte die Partei Berichte dementiert, wonach der Parteitag erneut verschoben werden müsse. Und diesen als falsch und Fake News bezeichnet. Diesen Berichte. Lieber Praktikant, es sind diese Berichte. Ohne N. Gern geschehen. Musst ihr mir nicht bezahlen, den Tipp. Aber es wird noch viel lustiger, denn der Praktikant oder was auch immer das war, hat natürlich noch ein Smiley dazu gemacht. So ganz intelligent, wahrscheinlich ohne Unicode oder so, mit Strich, 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 Klammer, Gesicht, Strich, Strich. Also es sollte im Prinzip so ein darstellen. Also von wegen, ja wie lustig, wie kann das nur sein? So interessant sind eigentlich hier schon zwei Sachen dran, denn... Laut Tagesspiegel wurde natürlich dementiert, dass der Parteitag verschoben werden muss. Na klar, weil es eigentlich so aussah, dass er stattfinden kann. Das ist auch meine Info und ich glaube, die ist da doch, ich nenne es mal relativ verlässlich, wenn es entsprechende Informationen gab. Ich bin ja da auch mit eingeladen unter Umständen. Also ich kann da auch hingehen, sagen wir so, ich bin ja durchaus Mitglied. Und der Tagesspiegel meint nun, dass, oder der Tagesspiegel sagt weiter, dass von Seiten des Landesvorstandes entsprechende Berichte dementiert und als Fake News bezeichnet wurden, weil es eben nicht geplant war, den Parteitag abzusagen. Oder es war nicht geplant, dass er nicht stattfinden kann. Na klar, warum sollte man ihn auch absagen, wenn man die Location hat? Ergibt keinen Sinn. Nun hat die Location zurückgezogen, offensichtlich. Und möglicherweise kann der Parteitag doch nicht stattfinden. Und ja, für den Tagesspiegel ist das, ich weiß nicht, wie ich euch das erklären kann, aber der findet das irgendwie lustig, so von wegen, ja, ich hab's euch ja gesagt, von wegen Fake News. Und da kommen wir gleich zu den Kommentatoren, denn ich habe drunter geschrieben, na hey Freunde, als dementiert wurde, dass der Parteitag nicht stattfindet, da gab es noch eine Location. Da gab es keinen Grund, irgendwas nicht stattfinden zu lassen. Offensichtlich gibt es die Location jetzt nicht mehr, mutmaßlich wegen Bedrohungen. Wäre wie gesagt nicht das erste Mal. Gab ja schon die ein oder andere Morddrohung gegenüber entsprechenden Wirten und Lokalitätenbesitzern. Sollte man eigentlich in einer Demokratie verurteilen, auch wenn man die Grünen gewählt hat oder bei den Linken mitmarschiert oder so. Aber nein, das wird ja eher gefeiert, kommen wir auch gleich noch zu. Und ich habe dann noch so weitergeschrieben, dass es eigentlich eher die journalistische Aufgabe wäre, vielleicht das mal zu thematisieren, dass Betreiber von, oder Gastwirte grob zusammengefasst gesagt, bedroht werden, weil sie an die in den Augen einiger Extremisten, oder Extremisten muss ich nicht in Anführungszeichen setzen, weil sie in den Augen einiger Extremisten an die falsche Partei vermieden. Dass Familien bedroht werden, dass Existenzen bedroht werden, dass zu öffentlichen Boykottierungen aufgerufen wird, dass öffentliche Shitstorms initiiert werden, dass Personen tatsächlich auch
Wie erklärt man das? Nicht nur von wegen, es passiert was ganz, ganz Schlimmes, wenn du jetzt vermietest, sondern dass Personen auch konkreter bedroht werden. Dann könnt ihr gerne mal googeln, Bedrohung gegenüber Gastwirte. Gibt es 100.000 Zeitungsartikel drüber, gibt hoffentlich auch die eine oder andere Anzeige. Und das war im Prinzip so mein Ansinnen dann im Kommentar von wegen Lieber Tagesspiegel, thematisiert das doch mal. Wie kann das sein, dass in Deutschland im Jahr 2019 teilweise jemand mit dem Tode bedroht wird, weil er an den Falschen vermietet? Sollte so nicht sein. Ist aber so. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch jedem bekannt. Das ist jetzt nicht das neueste Phänomen. Daraufhin habe ich die komplette Tagesspiegel-Entourage aufgeschreckt, also von Seiten der Kommentatoren, nicht von Seiten des Blattes. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die nicht so vielleicht die ein oder andere Überschneidung haben in ihren Ideologien oder so. Aber das kann ich natürlich auch nicht beurteilen. Ich kenne die Tagesspiegel-Redaktion und auch die Autoren nicht. Und dann kam der ein oder andere dämliche Kommentar, von wegen, das muss ich euch echt vorlesen. Der liebe Anders sagt, Nachnamen sage ich euch nicht, auch wenn der eh gefaked ist, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Wer Morddrohungen an Nazis schickt, hat die Demokratie verstanden. Okay, also nochmal. Wir haben vor einigen Monaten von einer Moderatorin gelernt, dass jeder, der die Grünen nicht gewählt hat, ein Nazi ist. So. Die Grünen waren bei 5% in Thüringen. Das heißt, 95% der Wähler haben die Grünen nicht gewählt. 95% sind in deren Augen oder wahrscheinlich offensichtlich auch in deinen Augen lieber anders Nazis. Und es ist völlig okay, deiner Meinung nach, 95% derer, die am Sonntag gewählt haben, anders als es dir gefällt, Morddrohungen zu schicken. Dann ist es offensichtlich auch okay, 95% der Wähler entsprechend umzubringen im Zweifelsfall. Denn was ist denn bitte eine Morddrohung, wenn da kein entsprechender Vorsatz vorhanden ist? Das bringt nichts. Jemand, der andere mit dem Tode bedroht, der hat da in aller Regel, wenn er es denn ernst meint, auch ein entsprechendes Motiv. Er macht das nicht, weil ihm gerade langweilig ist oder weil er, ja, vielleicht hat er auch einen schlechten Tag gehabt, aber in den meisten Fällen ist da tatsächlich auch ein entsprechendes Motiv, der Vorsatz vorhanden, der Person im Zweifel was anzutun. Und da sollte man eigentlich als, ich nenne es mal, einigermaßen auf dem Grundgesetz stehender Mensch die Notbremse ziehen und sagen, ist vielleicht doch nicht ganz so klug, was ich da gerade geschrieben habe. Ich denke da nochmal ganz genau drüber nach und vielleicht nehme ich den Kommentar auch raus und entschuldige mich dafür, denn es ist in keinster Weise irgendwie okay, irgendjemandem Morddrohungen zu schicken, egal wer das ist. Und es ist noch weniger okay, dafür sich selbst irgendwie festzulegen, wen man selbst jetzt als Nazi betitelt und wen nicht. Denn laut deren Ideologie oder laut dessen Ideologie sind wahrscheinlich wir alle hier Nazis, weil wir die Grünen nicht gewählt haben. Also. Übrigens, lieber Anders, ich kann dich nun dazu beglückwünschen, dass du einer der aufrechtesten, wie soll ich denn das, freundlichen Worte fassen. Du bist einer der Trolle, die Verbrechen im Dritten Reich ganz, ganz wunderbar verharmlosen. Am wunderbarsten verharmlosen. Denn, okay, du warst vielleicht in Geschichte Kreide holen oder demonstrieren oder so. Mag sein, dass du es nicht mitbekommen hast. Aber schau dir mal ganz genau an, was die Nationalsozialisten gemacht haben. Wie sich der Nationalsozialismus gekennzeichnet hat. Und dann kommst du vielleicht drauf, dass du da vielleicht eher besser reinpasst, als das jetzt der durchschnittliche AfD-Wähler oder das durchschnittliche AfD-Mitglied tut. Und dann könnte dir vielleicht auch auffallen, dass der Schritt von wegen, ich verharmlose die NS-Verbrechen, in denen ich alle möglichen anderen Leute, die ich nicht mag, als Nazis bezeichne, zum Thema Holocaust leugnen auch nicht ganz so weit ist. Also, wer ist jetzt hier der, ich möchte das Wort nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Es gab noch einige andere, oder wieder so die persönlichen Beleidigungen, kennt man ja schon, muss ich euch jetzt nicht vorlesen, aber ihr könnt euch das alles selbst anschauen, denn auf der Seite des Tagesspiegels unter dem Artikel ja, Berliner AfD muss Parteitag möglicherweise absagen, findet ihr die gesamte Debatte. Ich habe da noch so ein kleines Fallbeispiel gemacht, von wie einer meinte noch, naja, der Wirt hat vielleicht freiwillig entschieden, dass er nicht an die AfD vermieten will. Da habe ich dann so ein bisschen, ich nenne es mal spielerisch versucht zu erklären, wie freiwillig das ist, wenn A den B fragt, ob er einen Raum mieten darf, der B sagt ja, C kriegt das mit, C ist irgendwie ein Extremist, findet das nicht so geil, ruft den B an, bedroht den B, dass er ihn umbringt. Daraufhin sagt der B dem A ab, weil, naja, aufgrund der Umstände geht halt nicht. Und dass das wohl eher das freiwillig ist, was in dem Fall stattgefunden hat, oder das freiwillig, was in den letzten zahlreichen Fällen, in den vergangenen Monaten immer wieder stattgefunden hat. Und dass das mitnichten was damit zu tun hat, dass der B den A nicht mag oder dass der B die Partei vom A nicht mag, sondern dass der B in der Regel vom C bedroht wird. Kapieren die natürlich nicht, also könnten sie kapieren, wollen sie aber nicht. Stattdessen kommen haltlose Beleidigungen, das finde ich mittlerweile echt lustig, denn das Geile ist ja, ihr könnt das alles, was ich euch hier erzähle, nachvollziehen. Ihr könnt euch das anschauen, ihr seht, ich übertreibe nicht, ich denke mir nichts aus, das ist wirklich so passiert und das sind die besten Beispiele für handfeste Antidemokraten in dem Land. Und
von der Warte her sollten wir, also bin zumindest ich denen ziemlich dankbar, denn die verdeutlichen das, die symbolisieren das, was ich euch immer erzähle. Und wenn ich es nur erzähle, hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn ihr es tatsächlich selber seht oder wenn Außenstehende das sehen, das ist noch viel besser. Wenn unbeteiligte Leute, vielleicht Leute, die jetzt einfach nur Wechselwähler oder so, die jetzt nicht unbedingt festgelegt sind, wen sie nun regelmäßig wählen, wenn die sowas lesen. Das ist der beste Wahlkampf, den man machen kann. Naja, das soll es für heute gewesen sein. Wobei, eine Anmerkung vielleicht noch, jetzt geistern zahlreiche Artikel umher. Ist es denn Kalkül, dass der Landesparteitag möglicherweise ausfallen muss? Oder, ja gut, vielleicht geht es wirklich darum, dass man keinen Raum findet. Dazu sei mir die Anmerkung genehmigt, dass es nicht ganz so einfach ist, einen Raum für um die 450 Leute zu finden. Mag daran liegen, kann man jetzt nicht einfach mal beim Nachbarn im Garten unterbringen, da muss eine entsprechend große Infrastruktur her, ein Sicherheitskonzept und so weiter. Da fallen leider viele Lokalitäten raus, die mit Sicherheit sehr, sehr gern vermieten würden, das ist klar. Aber es gab ganz, ganz viele Seitenhiebe in den Artikeln, die ich gelesen habe, von wegen der Landesverband, der will ja nicht, weil es gab wohl irgendwie schon von Parteimitgliedern die Signale, sie könnten ja, sie hätten eine Lokalität, sie würden vermieten. Ja, ist ja schön, wenn sie es gern würden, aber es muss eben auch irgendwie umsetzbar sein. Und je mehr Leute, desto schwieriger wird es. So viel dazu. Aber mir geht es eigentlich darum, dass die Presse sich anscheinend gerade darauf einschießt, irgendwie, ich will es nicht Verschwörung nennen, weil ich das Wort eigentlich nicht mag. Weil das Wort oder weil der Begriff Verschwörung immer dann eingeworfen wird, wenn irgendeiner Seite die Argumente ausgehen und man dann irgendwie den anderen als Aluhutträger oder so diffamieren will, damit man sich mit dem Sachverhalt nicht auseinandersetzen muss. Aber wir nehmen das jetzt mal behelfsmäßig dazu, das Wort Verschwörung, denn man möchte jetzt so tun, als würde der Berliner Landesverband der AfD den Parteitag bewusst hinauszögern. Warum auch immer, weil ja der Vorstand neu gewählt werden muss. So, gut. Geistert auch durch einige, ich nenne es mal, intern geistert das wohl auch rum. Da stand auch im Artikel, ich sage euch da jetzt nichts, was ich nicht wissen darf oder was kein anderer wissen darf. Das stand da, wie gesagt, so drin. Und ich finde das ziemlich absurd, denn ganz ehrlich, was hat denn der Berliner Landesverband davon, einen Landesparteitag zu verschleppen? Der sollte eigentlich alles dran setzen, dass der Landesparteitag so schnell wie möglich stattfindet, um entsprechend in der neuen Neuwahl des Vorstandes wieder bestätigt zu werden. Denn je länger der Parteitag sich hinauszögert, desto mehr fällt doch negativ auf, dass der Landesvorstand anscheinend das bisher nicht so wirklich hinbekommen hat. Und das soll jetzt nicht böse sein, ich kenne ja die Probleme, ich habe es ja alles mitbekommen, mit medial ausgeschlachtet. Aber von Seiten der Mitglieder oder für die Mitglieder gibt das ein ganz, ganz komisches Bild, wenn der Landesverband es mehrfach nicht hinbekommt, einen Parteitag zu organisieren, immer wieder absagen muss, immer wieder neu ansetzen muss. Mit jedem neuen Verzug des Parteitages wird es doch unwahrscheinlicher, dass der jetzige Landesverband wiedergewählt wird. Also von der Warte her, wenn man jetzt so von wegen Machtkalkül ankommt, da wäre es eigentlich absolut kontraproduktiv, den Parteitag absichtlich zu verschleppen. Auch wenn man vielleicht für den Bundesvorstand kandidieren will, dann sollte man auch schauen, dass man da möglichst reibungslos die Abläufe hinbekommt und das entsprechend auch vor den Mitgliedern dann gerechtfertigt bekommt, dass man vor den Mitgliedern Erfolge präsentieren kann, wie ein gelungener Parteitag. Aber ein verschleppter Parteitag, von wegen, ja ging nicht, weil Bedrohung und wir finden nichts, das ist nicht unbedingt förderlich für den Landesvorstand. Und ich glaube, das weiß der Landesvorstand selber ganz genau. Also so viel zum Thema, die machen das ja mit Absicht. So, das war's für heute. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ihr wisst, ich kann mich immer nicht kurz fassen. Ich mache mir was zu essen, wünsche euch einen schönen restlichen Abend und kann euch nur dazu animieren, euch solche Social-Media-Debatten durchzulesen. Und mehr noch, verbreitet solche Social-Media-Debatten. Teilt das, wenn ihr es teilen könnt. Leitet Kommentare entsprechend weiter an vielleicht Freunde, Bekannte, die sich das nicht vorstellen können, weil sie nicht online unterwegs sind, damit die mitbekommen, was eigentlich aktuell los ist in diesem Land. Nicht nur, dass Gastgeber bedroht werden, wenn sie an den Falschen vermieten, sondern auch, dass Kommentatoren, also mutmaßlich normale Leute, es kann natürlich auch eine Trollarmee sein, weiß ich jetzt nicht, aber die erschienen zu großen Teilen relativ, ich nenne es mal alltäglich, 0815 halt. Normale Leute, die es geil finden, wenn Morddrohungen ausgesprochen werden gegenüber Betreibern von den Gaststätten, nur weil sie an die AfD vermieten wollen. Die gleichen Leute haben sich noch ganz stark darüber aufgeregt, dass der Moring da diese komische E-Mail bekommen hat, die ich nach wie vor für eine Nebelkerze halte, aber das sei mal dahingestellt. Naja, schönen Abend euch allen oder schönen Morgen fast schon und bis dann, also bis nachher. Wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon Mitternacht. Tut mir leid, ich wollte eher aufnehmen, aber ich hing ja ein wenig am Nintendo und habe Harvest Moon gespielt. Muss jetzt gleich noch ein bisschen arbeiten, noch was für die Uni machen. Man sieht sich dann.